So, hallo und herzlich willkommen hier zum Neustart von Let's Play Kirby Space Program. Ja, ein paar haben es vielleicht gemerkt, ich hatte schon die ersten 4 oder 5 Folgen hochgeladen. Allerdings ist mir dann da etwas schief gegangen, ich sag mal. Es hat irgendwie überhaupt nichts mehr gestimmt und die Mikrofonqualität war dann noch irgendwann im Arsch und irgendwie hat es mit der Lautstärke nicht mehr hin funktioniert und dann habe ich mir gedacht, das lohnt sich jetzt nicht mehr, das zu retten. Ich mache lieber eins neu. Ja, jetzt erst, eigentlich wollte ich das früher machen, dass es jetzt erst, ja, soweit ist, liegt eigentlich, ich sag eigentlich daran, weil ich nicht so intelligent bin, sag ich's mal. Und zwar liegt es daran, dass ich eigentlich schon 7 Stunden aufgenommen hatte. Und ja, ich kann euch mal kurz zeigen, was dabei rausgekommen ist. Hier. Ja, das Problem ist, dass ich nach den 7 Stunden das Ganze rendern wollte. Also habe ich alles ausgewählt, um es in mein Renderprogramm zu ziehen und habe Entfernen gedrückt. Ja, das war nicht sehr intelligent so. Ich habe hier auch nur einen Raumschiff abgespeichert. Das zeige ich mal kurz und dann, ja, starten wir auch mit dem. Das wäre hier zwei. Einmal die hier. Ich sage eine mobile Forschungsstation, die eben um Kirby kreist. Ja, ist ziemlich groß, aber es funktioniert irgendwie. Und ja, noch ein Umbau. Ich glaube, den hatte ich gebaut, um das Ganze zum Mond zu schicken. Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher. Genau, hier habe ich hier oben zusätzliche Tanks und sonst hat sich da nichts verändert. Ich glaube, ich habe das hier noch ein bisschen besser. Paar mehr Thruster gemacht. So. Ja, den Tech-Tree kann ich noch kurz zeigen. Und dann, ja, ist diese Welt auch für uns unwichtig, weil wir starten dann später eine neue. Ja, aber erst später. Ich sage euch gleich warum. So, ja, soweit bin ich. Boah. Ein Flugzeug gebaut, aber das, ja, war nicht so gut. Sag ich mal. So. Ja, das kann dann eigentlich weg. So. Wir spielen mit zwei Mods. Und zwar einmal Deadly Reentry. Und dann noch, wie heißt das zweite? KV Rocketry, genau. So, und wir werden starten mit Training und Szenario. Ich werde jetzt Training in einem Mal aufnehmen, das kommt dann komplett rendern und auch gleich hochladen. Einfach aus dem Grund, dass ich jetzt euch schnell das Material bieten will, das ich euch ja schon eigentlich seit 2 Wochen geben will. Ja, stimmt, hat genau 2 Wochen, cool. Und außerdem noch, damit mir sowas Blödes nicht mehr passiert und ich wenn dann etwas Grundstoff habe, um darauf aufzubauen. Gut, egal, ja, wir werden nicht komplett alles Training machen. Aus dem Grund, da das. Ne, das ist eben dieses typische. Ja, bau mal ein bisschen was. Also, das brauche ich nicht, weil ich habe jetzt schon meine 150 Stunden in KSP und die reichen, um einigermaßen was auf die Reihe zu bekommen. Ich will nicht sagen, dass ich gut bin, aber ich bekomme einigermaßen was auf die Reihe. Und wir werden anfangen mit Flight Basics. Ich werde das auch nicht alles vorlesen, übersetzen, bla bla bla, was da jetzt gleich am Rand steht. Wir werden das ganz einfach machen. Ja, schön. Die Steuerung kenne ich. Ja. Ja, ist gut. Ist gut? Gut. So, und dann, jo, ne? Können wir starten. Ich soll vielleicht nicht ganz so viel Gas geben, weil diese Engine hier unten ist etwas sehr stark für so eine kleine Rakete. Aber ja, wir. Das ist ja nur so ein kleines jetzt bisschen jetzt. Flieg mal kurz und dann Ende. Wir haben ja auch so gut wie kein Treibstoff dabei, sehen wir schon und ist schon leer. Jetzt. Also das ist echt wenig. So. Versuchen wir aber noch ein bisschen zu gleiten nach Norden. Einfach so, weil ich es kann. Oder auch nicht kann. Und ja, dann können wir das dann abwerfen und den falschen starten. Ja klar, ich hätte jetzt auch ACS und alles benutzen können, aber nee. So. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Szenario. Also mehr ist ja eigentlich nicht. Ja, das ist am Anfang ein bisschen was erklärt. Da habe ich gesagt, mit dem Training meine ich. Deswegen habe ich ja gesagt, dass am Anfang ist alles etwas unnötig, meiner Meinung nach. Also klar, für absolute Anfänger vielleicht, aber jetzt für mich nicht mehr.
Weil ich das eben schon alles kann. Deswegen gehen wir auch jetzt gleich raus, ohne jetzt hier noch groß zu landen. Das wäre eigentlich einfach nur Zeitverschwendung. Gut, dann machen wir gleich das zweite Training. Und zwar Orbiting 101. Ja, was ausgesprochen wird. Genau, wir sind jetzt im Orbit. Und ja. Gut, jetzt sollen wir uns mal die Map angucken. Hier. Das W-Orbiter 1A. Und wieder raus. Ja. So, jetzt hier einfach Tieren machen, damit wir uns wieder, ja, fangen, wenn wir uns eben so komisch drehen. Gut. Eigentlich eine ganz nette Übung, finde ich. Wenn wir das wieder ausrichten. Hier auf das Teil, das ich vergessen habe, wie es heißt. Und ready. Genau, das heißt, der Prograde-Vektor. Ja. Okay, wir sollen die Map wieder öffnen. Und wir sollen den Punkt-Knopf drücken, um die Zeit zu beschleunigen. Der wird jetzt hier automatisch davor stoppen, aber ja, nur diesmal eigentlich müssen wir das selber machen. Zack. Ach, das. Nein, nicht das, das. Okay. Genau. Genau, jetzt soll ich hier drauf, ja, zielen und accelaten. Also Gas geben, ne? So, die Apoapsis soll 800.000 Meter hoch werden. Ja, machen wir dann mal, das sollte vom Sprit her reichen, vermute ich mal. Ist das ein Mannländer? Einfach weil hier so viele, ne, sind. Beinchen. Sag ich mal. Könnte sein. Allerdings finde ich das etwas wenig Treibstoff. So, haben wir es auch gleich geschafft, wie wir sehen, das geht. Umso höher wir kommen, umso schneller geht das. So. Okay, der warbt uns jetzt von allein. Okay. Ja, genau. Ja, umso weiter weg wir sind, umso langsamer werden wir dann. Okay, ich glaube, jetzt soll ich die Apoapsis. Die Periapsis. Achso. Okay, doch wieder erweitern. Ich dachte jetzt eigentlich gerade. Ja, eben das Gegenteil von erweitern. Ne? Und Gas geben. Gut. Und sollen wir jetzt einen zirkularen Orbit bekommen, also dass alles gleich ist, sage ich mal. Also dass Apoapsis und Periapsis nahezu gleich sind. So, brennen wir ein bisschen. Haben wir noch alles genug? Hier irgendwas zum Ausfahren vielleicht? Oder nicht? Sieht nicht so aus. So. Gut. So, da bin ich wieder. Wurde kurz gestört. Gut, auf 360 Grad soll ich das Schiff drehen. Das ist Norden. Und jetzt mal Gas geben. So, muss über 10% werden, die Neigung, sag ich jetzt mal. Sehen hier, das ändert sich ein bisschen. Ja, so sieht man das besser. Dürfte auch nicht allzu lang dauern. Weil das so ist. Nein.
Doch, weil es eben so ist. Ne? Wir haben hier drei Engines, das ist einigermaßen schnell. Und 10. Jetzt aber. Ach so, über 10. Und jetzt bauen wir den eher anderen Vektor. Den Orbit-Kaputtmach-Vektor, wie ich ihn so schön nenne. Ja. Genau, das Periapsis soll circa 30.000 Meter sein. Ja, perfekt, um dann eben ja wieder in die Atmosphäre einzutreten. So, ist ja auf 100.000. Geht ja schnell. Und 30. Genau. Genau, wir sollten so doch landen. Das machen wir auch mal kurz. Ich weiß jetzt nicht mal, ob das hinhaut. Aus dem Grund, weil, wie gesagt, ich habe Deadly Reentry installiert. Das heißt, das. Fuck. Das Schiff wird. Ja, durch das hier zerstört. Nicht der Falsche, nicht der Falsche. Und naja, wenn ihr jetzt hier zu viel Hitze aufbaut, beziehungsweise das Schiff wird allgemein noch Hitze zerstört, wie ihr jetzt gerade seht. Das passiert im normalen Spiel nicht. Und naja, wenn wir jetzt zu viel Hitze aufbauen und Pech haben, wird alles zerstört. So, sieht aber ganz gut aus. Obwohl, na, die Flammen. Ich dachte gerade, die Flammen haben nachgelassen, aber es sieht nicht so aus. Dann steuern wir ein bisschen gegen, damit ja das schneller aufhört. Halt, dass wir schneller eine Geschwindigkeit erreichen. In der Skype losgeht, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wie gesagt, wir brennen hier ja gegen unseren, ja, unsere Geschwindigkeit, beziehungsweise wenn wir so kommen, brennen wir in die Richtung, ne? Also gegen unsere Bewegungsrichtung, um dann eben so schnell wie möglich langsamer zu werden, damit die Atmosphäre nicht mehr genug Reibung erzeugt, um uns so stark aufzuheizen. So, können wir ruhig leer brennen. Dann sind wir auch ein bisschen leichter für die Landung. Na, obwohl, wir sprengen das da oben ja ab. Also ist das ziemlich egal. Na, ich brenne es trotzdem leer. Fahr ein bisschen nach unten. Dann kommen wir vielleicht schneller runter. Ist vielleicht eine nicht ganz so schlaue Idee, aber. Warum denn nicht? Genau. So, weg damit. So schnell wegschleudern. Und noch kurz warten, bis wir dann falsch öffnen. So auf 10.000 Meter. Und öffnen. Hat alles hingehaut, wir waren nicht so schnell. Oh Gott, hätte ich gewusst, wie schnell wir waren, hätte ich die falsche Messung noch nicht geöffnet. So wird es jetzt gleich noch komplett öffnen. Werde ich es einfach im Spur vorspulen lassen. Auch wenn, also dieser vierfache Vorspul, ich mache jetzt doch aus. Ja, doch den hat man. Kommt man sehr leicht in die Gefahr, dass der falsch umreißt, einfach weil die. Oh, ist kaputt. Einfach weil die. Ja. Weil eben alles schneller kaputt geht, ne? Also auch bei großen Schiffen, wenn man in den Orbit brennt und noch so tief ist, dass dieses Vierfach-Gedöns da ist. Ganz schlecht, wenn man das aktiviert, weil dann fällt meistens einfach das Schiff auseinander. Hier sind sogar ein paar Kakteen. Hallo? Achso, das ging ja hier. Hier. Und Recover. Damit hätten wir das Training auch geschafft. Und wir kommen zum letzten Training. Und zwar das. Ich habe den Namen vergessen, Training. Genau. To the Moon Part 1. Part 2 gibt es leider noch nicht. Das kommt wahrscheinlich irgendwann. Dann werde ich das nachholen, wenn ich dran denke. Was ich wahrscheinlich nicht tue. Genau. So, wir sollen hier mal gucken. Und jetzt sollen wir in eine Umlaufbahn vom Mond geraten. Aber man sich geraten so ungewollt anhört. Da ist der Mond.
Passt. Dauert 8 Minuten. Ist ein bisschen größer, wie wir sehen. Hier der Lander und hier dann das Schiff. Und wo ist das Blaue? Da ist das Blaue. Gut, einfach hier drauf. Und jetzt kurz warten, beziehungsweise vorspulen. So, 6, 5, 4, ruckel, ruckel, 3, 2, 1 und 40 Sekunden. So, wir können schon mal Gas geben, weil die Engines sind nicht die stärksten. Obwohl, die Engine ist ein bisschen stärker. Ich habe jetzt gerade von denen hier geredet. Wie stark ist die überhaupt? Und ja, okay, das ist im Prozent. Also, die haben 50 fast, aber ich weiß nicht, wie viel die haben. Ich glaube 120. Bin mir aber nicht sicher. Don't verlasst you auf my Antwort und so. Ne? Ja, einfach nicht wundern, was ich da gerade gesagt habe. So, überprüfen wir das mal hier von der Orbit Map. Damit wir dann, sobald wir in eine Mondumlaufbahn geraten. Gerade hört sich immer so ungewollt an. Sobald wir in eine Mondumlaufbahn kommen, ja, eben den Brennvorgang abbrechen können. So, der Anfang dauert jetzt ziemlich lang, bis sich das erhöht, aber ja, umso erhöhter das ist, desto schneller erhöht sich das auch wieder. Ja. Und wir sind gleich über der Periapsis. Jetzt. So. Sehen, das geht schon gleich ein bisschen schneller als am Anfang. Sieht man erst recht, wenn man hier drauf schaut, wie schnell die Zahlen steigen. Merkt man auch schon fast, wie das immer schneller wird. So langsam sollte man hier auch merken, dass das zwischen einigermaßen schnell geht. Ja, merkt man meiner Meinung nach. So, und einfach immer den Finger auf die X-Taste gedrückt halten, als wenn wir jetzt gleich sehen, Modeflug bauen, schnell abbrechen können. Kann ich den hier irgendwie verschieben? Ah, ich kann ihn verschieben. So, ich darf mal hier so ausrichten. So, wir sehen, es geht schon ziemlich schnell. Das merkt man auch recht an den Zahlen, also die geht schnell. Wenn jetzt auch einer hinten die Zahlen lesen kann, der ist gut. Der ist richtig gut. So, lang dürfte es nicht mehr dauern. Wie gesagt, es geht ja immer schneller. Ich kann es ja noch jemand sagen. Oh Gott. Und. Wir sind da. Gut. Dann vorspulen. Achso, Continue drücken. Ruckel, ruckel. So, jetzt müssen wir hier warten, bis wir in die Mond. Nee, nicht Atmosphäre, sondern bis wir unter Einfluss der Mondanziehungskraft stehen. So. War es so schwer? Ich glaube nicht. Um hier dann abzubremsen. So, suchen wir kurz die. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Das Teil mit dem Kreuz in der Mitte, ne? Wenn sich der den Namen merken kann, der ist ja. Ah, sonst wer. Dafür soll das Fuel reichen. Dann habe ich mal gespannt. Obwohl, das geht einigermaßen schnell. So, das biegt sich jetzt darüber und irgendwann flop und fertig. Wenn sich die hier immer mehr vergrößert, aber die. Ja, der Orbit, der ist auch gleich weg. Wer sich wundert, warum sie sich vergrößert, wenn ich hier abbremse. Das liegt daran, dass wir dann durch den Mond ja, schneller beschleunigt werden, weil die Periapsis hier tiefer ist. Oh. Das muss ich gleich korrigieren. Weil das ist etwas suboptimal, wenn wir jetzt gleich in den Mond reinkrachen würden. Nicht so?
Vielleicht machst du das mal so und dann. Abbremsen. Oh, da hatten wir es doch gerade. Okay, 2000 etwas sehr tief. 30.000 ist schon okay, so passt das. Wir müssen nur 69 Meter die Sekunde beschleunigen, beziehungsweise abbremsen oder Beschleunigungsabbremsen. Ich habe keine Ahnung, das ist so irgendwas in der Mitte. So, und das dauert 3 Stunden, also ich warte mir jetzt 3 Stunden. Nicht, wer hat es erwartet? Was eine Wendung der Geschichte. Wo ist denn überhaupt der Mond? Oh, ach nee, das ist... Hallo, Mond? Oh, 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 Mond! Geh ein bisschen weg, du blöder Genie-German. So. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Wir können ruhig ein bisschen früher anfangen. Dafür nicht so stark brennen, um eben Sprit zu sparen, der fast leer ist. Ich habe keine Ahnung, wie wir damit jemals zurückkommen sollen. Aber das ist zum Glück nur Part 1. Da müssen wir noch nicht zurückkommen. Ich habe es zwar schon mal gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie weit das geht. Ich weiß nicht mal, ob wir auf dem Mond landen. Ich glaube nämlich nicht. Ich bin mir auf, obwohl, doch, wir landen auf dem Mond und gehen wieder zurück, glaube ich. Oder landen wir nicht? Gott, ich habe es vergessen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Kommen wir wieder schifflustig erst. Kurz gucken, was funktioniert. Genau. Dann werden wir da hingehen. Unseren Orbit etwas verbessern, sag ich mal. So. Gucken wir uns natürlich an, wie wir jetzt ganz knapp über den Mond schweben. Also jetzt noch nicht ganz knapp. Gleich ganz knapp. So, wer denkt, das ist knapp? Das ist nicht knapp. Wer denkt, das ist knapp? Das ist auch nicht knapp. Jetzt wirst du mich erst richtig knapp. Das ist knapp. So, ruckel, die Mondtextur muss kurz laden. Und die Steine, die immer in Vierecken geladen werden. Seit wann werden die in Vierecken geladen? So, geht natürlich noch näher. Circa 1 Kilometer. Und wir gehen wieder weg. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen jetzt hier gegenbrennen, um die Apoapsis etwas runterzubekommen. Gut. Nur unter 200.000. Sollte nicht zu schwer sein. Geht ja relativ schnell. Weil der Modem so eine geringe Anziehungskraft hat. Und kleines. Weil er eine geringe Anziehungskraft hat. Nein, andersrum. Na, die Periapsis muss noch ein bisschen hoch. Genau hier. Und oh. Und wir are out of Sprit. Also wir steigen auf die. Hallo. Das heißt, wir steigen hier um. Wir steigen um. Okay, dann werde ich das jetzt manuell machen. Ah, geht's jetzt? Nein. Activate Engine. Activate Engine. Activate Engine. Activate Engine. So. Dann noch Kontrollform hier. Damit wir das auch richtig rumsehen alles. Und hier. So, müssen wir ein bisschen hochbrennen, aber... Oh, ja. Finish.
Gut, weiter geht's, zweite Tutorial. Stimmt, wir landen ja gar nicht. Ja, wir können jetzt trotzdem hier abkoppeln, wenn wir wollen. Ne? Ist ja egal, weil es geht im zweiten Tutorial weiter. Zeige ich schon mal, das Abkoppeln zeigt. Bam. Oh. Mir ist halt aufgefallen, wir schweben hilflos im All rum, wenn wir kein... nicht das da haben, ne? Oh. Tschüss. Ja, okay. Dann, was ist jetzt fürs Erste? Ich werde im nächsten Part weitermachen mit den Szenarios. Bis dann, hoffe, es hat euch gefallen und tschö.